Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Barlow mit einem neuen BMZ plus Hundekämpfe. Heute mit dem Thema: Warum liegen Endbosse so schnell? Und der, warte mal, ich muss zumindest mal das Kraut hier aufnehmen. Das macht mich sonst immer wahnsinnig. Ich lasse die sonst immer nur absichtlich liegen. Wenn meine Frau mich darauf hinweist, du könntest doch mal dieses Kraut aufheben. Und ich dann, um sie zu ärgern, das nicht mache. Und der Frage, einfach mal die Frage weiter spammen. Oh, hast du doch Erfolg gehabt damit? Erfolg durch Penetranz. Du sagst in den früheren Videos, dass wir immer weniger Zeit fürs Raiden brauchen und dass, obwohl der Content selbst immer schwerer wird. Trotzdem schaffen es selbst Gilden wie meine mit lächerlichen 6 Stunden pro Woche den Gang bis zum Mythic Endboss des Contents. Woran liegt das? Ich nehme da mal die zwei Dinge zusammen. Also zum einen, warum deine Gilde das schafft und warum überhaupt diese Endbosse doch relativ schnell liegen, obwohl doch der Content eigentlich ziemlich schwer ist. Also ich glaube nicht, dass der durchgehend schwerer wird zurzeit, momentan. Ich glaube, dass er sich so ab etwa WOTLK so ganz grob insgesamt auf einem Niveau gehalten hat, würde ich mal schätzen. Also zumindest wenn ich mir da so die Kämpfe und deren Mechaniken angeguckt habe, geben die sich, glaube ich, zumindest zum Teil nicht viel mit den heutigen. Davor war es zum Teil um einiges einfacher in BC, aber vor allen Dingen in Vanilla, da waren halt die gesamten Encounter-Mechaniken leichter und trotzdem lebten die Bosse länger. Das hat vielerlei Gründe. Fangen wir mal mit den offensichtlichsten an. Du kannst direkt zum ersten Boss und wenn du den tot hast, kannst du direkt zum zweiten Boss. Wenn du früher geradet hast, war es halt so, dass du zumindest über eine lange Zeit in einem gewissen Ausmaß softgegateten Content gehabt hast. Softgating heißt, da war nicht ein Tor, das zum Zeitpunkt X aufging, aber in der Praxis gab es das schon, weil dich andere theoretische Dinge daran gehindert haben. Sprich, du musstest Attunement-Quests machen oder du musstest Raid A clear haben, um Raid B zu machen. Also auch wenn Raid B im Prinzip offen gewesen wäre und der Endboss nur da stand und darauf gewartet hat, umgehauen zu werden, lag da in der Praxis erstmal das Clearen eines anderen Raids dazwischen. Ganz am Anfang, also wenn wir über die allerersten Raids reden, wo keiner von uns Raider war oder nur ganz wenige vielleicht irgendwie überhaupt das Konzept von Raids kannten aus anderen MMOs, lag es unter anderem daran, dass wir uns alle A dumm angestellt haben und extrem dumm angestellt haben, meine ich. Also Spieler, die nicht den Hauch einer Ahnung hatten, was für Stats und was sie an Gear anziehen mussten, vom wenigen, das zur Verfügung stand, weil auch die Itemisierung des Equipments so wild war und so verrückt war, dass es schwer möglich war, ohne genaue Kenntnisse zu wissen, was es denn Gutes zu equippen gab. Lange Zeit und ganz, ganz viele Schurken, die ich zum Beispiel in Vanilla kannte, haben komplett unterschätzt, wie stark Hit ist, Hit-Rating und Attack-Power. Die wussten halt, ja, Agi, ich bin in der Agi-Klasse, also ist Agi für mich bestimmt super. Und dann wussten sie, für mich ist, warte mal, ich muss mal ganz kurz gucken, ob ich genügend Ancient Mana für die Quest habe. Oh nee, habe ich nicht mehr ansatzweise. Agi ist super und Crit ist super, aber mit Hit wussten sie nichts anzufangen, mit Expertise wussten sie nichts anzufangen und so weiter und so fort. Und dann gab es halt teilweise Equipment, auf dem war nur eine Stat drauf, ohne irgendwelche Defensivstats oder so. Auch das sieht man in der heutigen Form ja gar nicht mehr. Also du kannst dich nicht mehr so wirklich falsch equippen. Du kannst zwar suboptimale Sekundärstats anziehen, aber die haben verglichen mit den komplett falschen Stats halt nahe, also das ist, macht den Braten nahezu gar nicht fett, wenn du dir überlegst, was du früher alles machen konntest. Die einen liefen mit Blackhands Breite rum, die andere mit der Karotte am Stiel als Trinket. So, um das mal als Beispiele zu nehmen. Dann hattest du in ein Raid-Design, das halt, also dass die gesamten Raids, die völlig anders designt waren, erinnert euch noch an die, wenn ihr mal früher da drin wart, an die Trash-Timer in Molten Core, wo du halt genau stoppen musstest, wann welcher Trash wieder spawnt und einen Großteil der Zeit auch damit verbracht hast, diesen Trash irgendwie zu clearen, bei dem dann die Hälfte der Spieler AFK war, weswegen es noch länger gedauert hat und wo du auch zum Teil wirklich gut Möglichkeiten hattest, am Trash zu sterben. Gerade wenn die Leute AFK sind oder weil halt irgendeine Mechanik drin war, die schon sauber gespielt werden musste, weil es sonst nicht funktioniert hat. Also, das sind viele Gründe. Es war auch, ich glaube,
Ich bin mir nicht sicher, ob man das nur erwartet hat, ob es dazugehörte, schwer zu sagen. Es war früher halt auch so, dass die Gear Progression, also die Geschwindigkeit, in der man allgemein Ausrüstung bekommen hat, unglaublich viel langsam war. Und im Nachhinein ist das schwer zu sagen und schwer neutral zu beurteilen. Aber ich glaube, vielleicht lag es auch nur in meiner Gilde, dass es schon notwendiger war, mit Equipment von früheren Bossen zu späteren Bossen zu gehen. Also sich im Raid für die kommenden Bosse zu equippen. Das alles ist heute nicht mehr so. Also heute ist es so, dass du grundsätzlich im Vorhinein bei jedem Spieler weißt, was er anziehen muss, um gut performen zu können. Dann ist jeder Spieler dazu in der Lage, mit einem relativ moderaten Aufwand an das Equipment zu kommen, was er braucht, um Bosse zu legen. Also es sind im Prinzip, sobald der Raid rauskommt und geöffnet wird, die Spieler gut genug equipped für die Bosse. Ich finde, das ist grundsätzlich eine gute Mechanik, aber es ist natürlich eine, die den ganzen Spaß erheblich beschleunigt. Wenn ich einen Raid veröffentliche, wo ich weiß, ich muss nicht nur einen anderen vorhergegangenen Raid clearen, sondern ich muss aus dem auch so lange farmen, bis alle Leute zumindest mal so Set-Items und die wichtigsten Trinkets und Waffen haben, um eine Chance zu haben, ist das halt natürlich ein massiver Unterschied, was die Zeit betrifft. Wir haben mittlerweile halt auch die Situation, dass wir mehrere Schwierigkeiten haben, in denen wir die Raids machen können. Schwierigkeiten, in denen wir zum einen viele Bossmechaniken schon lernen können und zum anderen uns auch noch equippen können. Das ist ein, also ich kenne Situationen, in denen der schwierigere Boss, wenn ich ihn mit meiner Gilde gemacht habe, mit weniger Tries gelegen hat als die leichtere Version. Ein berühmtes Beispiel, das ich da immer wieder zitiere, ist Blood Queen Lanafell in ICC. Das war die, wo man Vampir wurde und einen beißen musste. Und wer gebissen wurde, verwandelte sich entweder, also wurde entweder übernommen nach einer Zeit oder wenn er, glaube ich, zwei weitere gebissen hat oder einen, ich weiß gar nicht mehr wie viele, dann ging es halt weiter und in der Zeit hat er halt mehr Schaden gemacht. Und das ist halt auch so eine Mechanik gewesen. Wenn du die Einteilung davon erstmal hinbekommen hast und hast das verstanden, wie es auf Normal funktioniert, dann war es halt auch kein Problem mehr, den Boss auf HC zu legen. Aber diese Mechanik hinzubekommen, war entsprechend schwierig. Und natürlich, last but not least, also das ist jetzt alles, was so die Erreichbarkeit von Dungeons und so weiter betrifft oder die Gear Progression betrifft. Es gibt zum Beispiel auch keine Notwendigkeit mehr, Resistenz-Equipment zu farmen. Und es gibt keine Notwendigkeit mehr, so absurde, also mit Ausnahmen natürlich in der Progression, aber so absurde Verteilungen zu haben wie 4 oder 8 voll-equippte Tanks, die du dir natürlich auch nicht mal eben aus den Fingern saugen kannst, wie sie in Naxxramas halt zum Beispiel noch gebraucht wurden. Und alles, was drumherum geht, was das Gefarme von Consumables oder allen anderen Arten von Ruf und sowas betrifft, ist halt auch massiv eingeschränkt worden. Wir haben früher halt noch, Verzauberungen und was weiß ich, will ich erst gar nicht reden, aber was es allein an Consumables gab, die man alle nehmen konnte, zusammengeschrumpft auf mittlerweile eine Flask, natürlich die Pots, Buff Food und diese Defiled Augment Runes. Du musst halt nicht mehr viel Zeit mit etwas anderem verbringen als Raiden, wenn du raidest. Selbst einschließlich Trash-Clearen nicht mehr und dann gibt es ja sogar noch in den Raids halt die Shortcuts, je nachdem, was du gemacht hast, dass du zum Beispiel direkt, ohne den Trash vorher zu machen, zum Endboss gehen musst. Oh, schönes Lied, ne? Ich musste nur leider gerade mal auflegen. Das ist, wenn meine Freundin anruft, dann kommt I don't want to set the world on fire. Es ist also zusammengefasst irgendwie eine ganze Menge von Mechaniken und von Dingen, die sich im Laufe der Zeit geändert hat, die dazu führen, dass du vereinfacht gesagt schneller mehr Zeit an Bossen verbringen kannst, mit Leuten, die mehr Ahnung haben, wie sie das, was sie machen, machen sollen, bewerkstelligen können
und die in allen Belangen dafür nahezu optimal relativ frühzeitig ausgerüstet sind, ohne dass sie einen entsprechenden Raid selbst noch für eine gewisse Zeit farmen müssen, um von dort Items zu bekommen, um spätere Bosse zu legen. Das alles führt dazu, dass wir die Situation haben, dass selbst, wenn du so sagst, selbst meine Gilde, dass selbst Gilden, die relativ casual sind, in der Lage sind, über kurz oder lang auch mal einen Mythic Endboss zu sehen. Ich weiß nicht, wie viele es sind, die halt den... Ach, Gottes Willen. Madame akzeptiert es nicht, dass ich auflege, weil ich gerade keine Zeit habe. Es wird auf 3 Telefone angerufen. So. Für mich aber trotzdem ein guter Zeitpunkt, jetzt Schluss zu machen. Meine Quests mache ich später nochmal weiter. Die Frau wird angerufen. Ich gehe davon aus, dass es nichts Wichtiges ist. Aber ich werde es herausfinden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich melde mich morgen wieder. Bis dahin. Tschüss, sagt euer Onkel Barlow.